Erste Bilder seiner Traumhochzeit mit Sarah Arthur. Die Promi-News des Tages im Gelatiker, Ilkay Gündoğan und seine Sarah haben Hochzeit gefeiert. Plus. Stefanie Giesinger reagiert auf Single-Kommentar eines Fans. Plus die Babypläne der Götzes werden konkret. Ilkay Gündoğan, der Fußballer und seine Sarah öffnen ihr Hochzeitsalbum. Vor einem Monat heiratete Ilkay Gündoğan, 31, seine Lebenspartnerin Sarah Arthur, 26, in Kopenhagen standesamtlich. Nun gaben sich der Fußballprofi und seine Liebsten noch einmal in einer Märchenhochzeit in Italien vor den engsten Familienmitgliedern und FreundInnen das Ja-Wort. Auf Instagram gewährt das frisch vermählte Paar nun einen Blick in sein Hochzeitsalbum. Sarah trägt ein traumhaftes, weißes Hochzeitskleid mit bestickter Corsage und weitfallendem Tüllrock. Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben. Die Beziehung zu Sarah Arthur hatte der Ex von Sila Shahin Radlinger, 36, erst wenige Monate zuvor öffentlich gemacht. Stefanie Giesinger reagiert auf Spekulationen rund um eine Trennung von Markus Butler. Ist Stefanie Giesinger, 25, Single oder nicht? Diese Fragen stellen sich Fans seit einigen Wochen. Das Model und ihr Partner Markus Butler, 30, galten in den vergangenen Jahren als Traumpaar. Doch in den letzten Wochen wurde es still um die beiden. Gemeinsame Instagram-Stories, Beiträge oder öffentliche Auftritte, Fehlanzeige. Jetzt hat Stefanie erstmals auf die Gerüchte rund um ein Liebesaus reagiert. Unter einem von Stefanies Instagram-Fotos schrieb ein Fan: Single sein tut dir gut, irgendwie kommt die alte Steffi zum Vorschein. Finde du strahlst total und ich hoffe du findest zu dir und bist sehr glücklich, Sieg. Über 50 Personen gefällt dieser Kommentar, darunter auch Giesinger. Dem Model gefallen die Worte des Users offensichtlich. Darüber hinaus liefert die 25-Jährige noch einen weiteren Trennungshinweis. In ihrer Story teilt Stefanie mit, dass sie sich eine Wohnung in Berlin gekauft hat. Dabei spricht sie von ihrer eigenen Wohnung. Markus wird mit keiner Silbe erwähnt.